Wesen, Mann, Kurzwissen. Wieso sind eigentlich Güterzüge immer wesentlich lauter und poltern mehr als Personenzüge? Schauen wir uns nochmal die Lauffläche von so einem Wagen an. Die ist hier sehr rau. Und was rau ist, macht mehr Lärm. Warum ist sie so rau? Weil wir Güterwagen mit Klotzbremsen bremsen. Und die rauen die Oberfläche auf. Die Bahn tauscht aber viele dieser Grauguss-Klotzbremsen aus gegen Kunststoffbremssohlen. Die rauen die Oberfläche nicht mehr ganz so doll auf. Deswegen sind die Güterwagen heutzutage etwas leiser. Und warum poltern die so oft? Das sind Flachstellen. So ein Güterwagen hat naturgemäß einfach nicht viel dran. Die müssen sehr einfach gehalten werden, weil die ganz lange und sehr weit durch Deutschland rumfahren, ohne dass man die irgendeiner Werkstatt zuführen möchte. Wenn viel dran ist, kann viel kaputt gehen. Deswegen haben die meisten Güterwagen auch keinen Gleitschutz. Das wäre das ABS. So könnt ihr also zukünftig unterscheiden, wenn mal ein Güterzug vorbeikommt, ob er Graugusssohlen hat oder Kunststoffsohlen. Nur allein vom Geräuschpegel. Okay, tschüss.